Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde der Gesellschaft für Sicherheitspolitik, in diesen Tagen ist Corona-bedingt ja alles anders. Und damit sind auch unsere gewohnten Veranstaltungen nicht möglich. Aber nichts tun und nur abwarten ist freilich keine Lösung. Wir müssen also Neues denken und Neues probieren, wenn wir weiterhin eine Plattform für die sicherheitspolitische Weiterbildung und Diskussion bieten wollen. Und deswegen starten wir heute ein neues Format. Wir nennen es Web Talk. Und dazu begrüße ich Sie jetzt alle recht herzlich. Klar, wir ersetzen damit keineswegs alte Gewohnheiten. Vielmehr bieten wir eine Ergänzung, nicht mehr und nicht weniger. Eine Ergänzung freilich, für die es derzeit wohl keine Alternative gibt. Es ist also ein Versuch. Heute, das schon mal vorab, meine Damen und Herren, wir betreten Neuland und wir sind gespannt, ob das alles so gelingt, wie wir das möchten. Als Thema haben wir, kein Wunder, die Corona-Pandemie ausgesucht oder besser ihre sicherheitspolitischen Folgen. Im Kern wollen wir heute den Blick möglichst weit nach vorn richten und fragen, was bedeutet das eigentlich alles für die internationale Sicherheitspolitik? Und zwar für globale Zusammenhänge, für unsere Sicherheitsinteressen und für sinnvolle Strategien. Um das noch etwas zuzuspitzen, vielleicht stelle ich eingangs mal zwei völlig konträre Thesen zur Diskussion. Die eine These lautet, die Corona-Krise führt auf mittlere Sicht zu keinen Veränderungen strategischer Relevanz, weder global noch regional. Sie ist also nicht mehr als eine Art Intermezzo. Und die Antithese dazu lautet, die Corona-Krise zwingt zu einer fundamentalen Neubewertung und Neuaufstellung der Sicherheitspolitik auf allen Ebenen. Also sie ändert im Ergebnis alles. Bin mal gespannt, welche der beiden Thesen einer harten Prüfung bei uns heute besser standhält. Mit mir werden das quasi auf dem Podium, wenn Sie so wollen, auf dem virtuellen Podium in den nächsten Minuten, 60 Minuten diskutieren Professor Dr. Johannes Fawig. Er ist aus Berlin zugeschaltet. Frau Dr. Manuela Scheuermann aus Würzburg zugeschaltet. Und der Generalleutnant AD Richard Rosmanit aus Lemgo in Ostwestfalen zugeschaltet. Also eine prima Mischung, nicht nur regional ausgewogen, sondern auch eine Mischung von wissenschaftlichem und militärischem Sachverstand. Und ich versuche die Debatte zu moderieren. Mein Name ist Kersten Lahl. Ich spreche heute aus Meckenheim bei Bonn. Wir alle vier übrigens engagieren uns im Präsidium der Gesellschaft für Sicherheitspolitik. Und als Administrator, das möchte ich noch sagen, wacht im Hintergrund Fabian Schlüter in Berlin über den technischen Verlauf. Ja, bevor wir loslegen, noch zwei ganz kurze Anmerkungen. Erstens, wir wollen heute methodisch auf Referate oder auch allzu lange Statements verzichten. Alles ist zugunsten eines lebendigen Dialogs. Und auch Sie, meine Damen und Herren, können sich dabei im späteren Verlauf der Debatte mit Fragen beteiligen. Und dazu öffnen wir für Sie dann nach etwa einer halben Stunde die Chatfunktion. Sie finden diese Möglichkeit unten im Zoom-Fenster. Aber ich sage das auch noch rechtzeitig an. Chatten heißt in diesem Fall kurze und bitte sehr, sehr kurze Fragen an die Diskussionsteilnehmer auf dem Podium zu stellen. Und die zweite Anmerkung, die Debatte wird aufgezeichnet. Auf unserer Homepage finden Sie später den entsprechenden Link. Und wir werden dort auf der Homepage auch in unserem Blog die Diskussion fortführen. Und damit haben Sie alle die Gelegenheit, sich gleich nach Ende dieses Web-Talks mit Ihren eigenen Gedanken und mit eigenen Kommentaren ausführlich einzubringen. Ja, gut, dann kann es jetzt losgehen. Meine Idee ist, dass wir sozusagen von oben nach unten vortasten, also von der globalen Ebene über Europa bis hin zu Deutschland. Aber natürlich können wir auch da nur eine ganz, ganz kleine Auswahl treffen. Mal sehen, wie weit wir kommen. Zu Beginn möchte ich vielleicht mal ganz allgemein die Brisanz der Corona-Krise historisch einordnen lassen. Herr Fawig, mit welchen Krisen oder Katastrophen globaler Art in der Weltgeschichte
lässt sich denn die Corona-Pandemie am besten vergleichen? Oder ist sie gar singulär in ihrer Art und ihrer Wirkung? Ja, lieber Kerstin-Lahl, vielen Dank. Ich glaube schon, dass die Krise singulär ist. Natürlich sind Krisen in der internationalen Politik an der Tagesordnung und das ist nicht die erste Krise und wird auch nicht die letzte Krise sein. Aber ich glaube schon, dass diese Krise was von einem Game Changer hat, wie die Zukunftsforschung das nennt, ein klassischer schwarzer Schwan, der gewissermaßen nicht kalkulierbar war und mit seinen Konsequenzen in jedem Fall erheblich sein wird. Vielleicht können wir noch mal kurz auf die Zahlen gucken. 185 Staaten sind von der Pandemie betroffen. Der VN-Generalsekretär Guterres hat davon gesprochen, dass das die schlimmste Bewährungsprobe seit Ende des Zweiten Weltkrieges ist. Ich glaube, das setzt den richtigen Ton. Es ist eine Krise, die uns wirklich erheblich beschäftigen wird, und zwar auf längere Sicht dauerhaft. Wenn wir lange in die Geschichte zurückgucken, dann sind natürlich Pandemien nichts grundlegend Neues. Jeder kennt inzwischen den Referenzpunkt etwa der spanischen Grippe, die 1918, 1920 ja 50 Millionen Tote, wenn man das richtig gezählt hat, wo ich nicht ganz sicher bin, gefordert hat. HIV etwa hat 35 Millionen Tote bisher gefordert. Und Corona hat Stand heute, ich habe gerade noch mal geguckt bei der WHO, ungefähr 287.000 Todesfälle. Das sind deutlich weniger natürlich, aber wenn man das ein bisschen einordnet, dann muss man sagen, diese Pandemie ist wahrscheinlich erst in der Anfangsphase. Die Zahlen werden noch erheblich steigen. Und vor allen Dingen ist die ökonomische, die weltwirtschaftliche Destabilisierung infolge dieser Krise jetzt schon absehbar erheblich. Und vor allen Dingen, ich glaube, das ist auch sicherheitspolitisch der schwierigste Punkt, das wird vermutlich zu einer massiven Deglobalisierung beitragen und damit werden sich die weltpolitischen Gewichte verschieben. Und all das hat massive Konsequenzen für die Sicherheitspolitik. Das ist also ein dickes Brett, ein ernstzunehmender Vorgang, den wir nicht verharmlosen können, sondern ganz, ganz gewichtige Folgen haben wird. Ja, vielen Dank. Wenn ich das nochmal so aufnehme, insbesondere auch die Aussage von Guterres, schlimmste Bewährungsprobe seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Das klingt ja alles nach Bedrohung des globalen Friedens. Wäre das nicht ein Fall für den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen oder doch nicht? Und wenn nein, warum ist das eigentlich nicht der Fall? Nochmal, Herr Fabeck, da würde ich gerne nochmal Ihre Einschätzung dazu hören. Also der Sicherheitsrat hat sich damit beschäftigt oder besser gesagt, er hat versucht, sich damit zu beschäftigen. Aber er ist eben gelähmt aufgrund der politischen Konstellation zwischen, insbesondere in diesem Fall zwischen China und den USA, die keine gemeinsame Sprache in dieser Krise finden. Das ist nicht ganz neu. Der Sicherheitsrat war auch in anderen Krisen schon handlungsunfähig, aber in dieser Krise ist es besonders schmerzlich, weil diese Krise eben eine globale Krise, das ist ja schon der Begriff einer Pandemie, dass das global ist. Und wenn der Sicherheitsrat sich jetzt als irrelevant in dieser Krise erweist, dann ist das ein schlechtes Zeichen, nicht nur für den Sicherheitsrat, sondern für multilaterale Kooperation an sich. Ich kann nur hoffen, dass der Sicherheitsrat wieder ins Spiel kommt. Der deutsche Botschafter in New York, Christoph Heusgen, hat davon gesprochen, dass es eine ohrenbetäubende Stille derzeit in New York im Sicherheitsrat ist. Ich glaube, das ist gut beschrieben. Das ist eine sehr, sehr schlechte Entwicklung. Und der Multilateralismus oder der VN-Multilateralismus droht gewissermaßen mit den Bach runterzugehen. Das sollten wir versuchen zu verhindern. Ja, da würde ich gerne Frau Scheuermann gerne mal ansprechen. Das klingt alles so ein bisschen nach Hoffnung, aber noch nicht so richtig nach harten Tatsachen. Wenn also der Sicherheit oder wenn die Vereinten Nationen, sage ich mal, in einer Krise, die doch alle herausfordert, so wenig beitragen können oder beitragen, ja, was können Sie denn dann überhaupt oder sind Sie vielleicht de facto völlig verzichtbar? Es ist so schade, dass man anlässlich des 75. Jubiläums der Vereinten Nationen wieder mal über die Irrelevanz nachdenken muss. Wenn man nämlich die Aktionen der UN nur am Sicherheitsrat festmacht. Also tatsächlich ist es ja so, der Sicherheitsrat geriert sich zurzeit als der große Hemmschuh einer ansonsten sehr engagierten UN. Also die Vereinten Nationen sind mit allen Hilfsprogrammen im Kampf gegen diese Corona-Pandemie unterwegs. Sie sind auf allen Feldern, also nicht nur der Sicherheitspolitik, sondern dem, was wir erweiterte Sicherheitspolitik
benennen, also humanitärer Hilfe und so weiter unterwegs, nur eben nicht der Sicherheitsrat. Ich würde trotzdem eben davor warnen, nur weil der Sicherheitsrat derzeit aufgrund der Handlungen der USA und Chinas blockiert ist, davor warnen, wieder diese Irrelevanz anzuprangern der Vereinten Nationen. Natürlich hätte diese Covid-Resolution am 8. Mai ein Paukenschlag sein können, ein normatives, mächtiges Signal an die Staaten der Welt, dass der Sicherheitsrat die Covid-Pandemie tatsächlich ernst nimmt und Guterres' Aufruf auch ernst nimmt, der ja im März, also ich glaube am 23. März, die Weltgemeinschaft dazu aufgerufen hat, einen globalen Waffenstillstand zu vereinbaren. Es hat sich ja tatsächlich dann herausgestellt, ich glaube 16 lokale Waffenstillstände gab es dann tatsächlich, und es wäre natürlich für den Sicherheitsrat, dem Sicherheitsrat gut zu Gesicht gestanden, hätte er diese Resolution oder diesen Aufruf des Generalsekretärs mit einer Resolution verstärkt. Letzten Endes wäre das ein Schirm gewesen, so ein gemeinsames Narrativ der Vereinten Nationen, unter dem alle Maßnahmen hätten noch schöner geframed werden können im Sinne des Multilateralismus. Ja, sogar der Sicherheitsrat agiert in der Krise. Es wäre auch, das darf man nicht vergessen, ein Zeichen gewesen, dass diese Pandemie tatsächlich auf die sicherheitspolitische Ebene gehoben wird. Ja, also dadurch, dass der Sicherheitsrat eine Resolution zur Pandemie erlässt, wäre dieses Thema ja ein sicherheitspolitisches Thema gewesen, ein Thema von, ja, von weltpolitischer Bedeutung. Es hätte zu einer Versicherheitlichung der Pandemie beitragen können oder dieser ganzen Probleme. Und man hätte unter Umständen auch über andere Maßnahmen nachdenken können. Jetzt ist das Ganze nicht passiert, trotzdem aber ist der Sicherheitsrat nicht untätig. Also ich habe mal jetzt genauer geguckt, was er so die letzten Wochen getan hat, weil auch ich immer dachte, naja, er tut ja gar nichts. Also was er tut, sind Pressemitteilungen, die bringen uns nicht viel. Ne? Also Pressemitteilungen über Jemen, über Kolumbien. Also die haben, der Sicherheitsrat hat sehr, sehr genau im Blick, was in den einzelnen instabilen Regionen der Welt passiert. Und man geht dazu über, wieder weichere Instrumente zu wählen, wie beispielsweise präsidentielle Erklärungen. Also es gab sehr wohl eine präsidentielle Erklärung, in der festgestellt wurde, dass der Schutz der Zivilbevölkerung besonders jetzt wichtig ist, weil eben durch diese Pandemie auch es zu einer Hungerpandemie kommen kann, also zu diesem Fame. Ja, also genau. Deswegen, es ist schade. Es wäre ein großes normatives Appell gewesen. Trotzdem tun die Vereinten Nationen tatsächlich viel zurzeit, nur eben der Sicherheitsrat nicht. Und der ist der ja uns alle am meisten interessiert. Also ich fasse das mal so zusammen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, also meine sowieso, ne? Es sind natürlich viele, viele hätte, könnte, wäre dabei, aber das ist nun mal so. Und weil es so ist, aber möchte ich gerne Herrn Rossmann gerne mal jetzt ins Spiel bringen, denn die Welt braucht ja jetzt Ordnung. Also wenn nicht, dann jetzt. Das heißt also, wenn die Vereinten Nationen jetzt hier keine dominante Rolle spielen oder zu spielen vermögen aus nachvollziehbaren Gründen, ja, wer könnte denn dann eine Art Ordnungsmacht, eine Art Führungsrolle in dieser globalen Krise übernehmen? Wer könnte das Vakuum ausfüllen? Ja, Herr Lahl, eine nicht ganz einfache Frage. Vielleicht zuerst mal eine kleine Vorbemerkung noch, mit der ich mich auch ein klein wenig in Widerspruch setze zu Herrn Fabig und auch zum UN-Generalsekretär. Ich persönlich habe so ein kleines Problem mit solchen Bezeichnungen wie die schlimmste Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg und ähnliches mehr. Wir gedenken gerade des 75. Jahrestags, das Ende des Zweiten Weltkriegs, mit dem aber nicht alles zu Ende war. Es gab auch danach noch unermessliches Leid auf der ganzen Welt. Also, bis wir uns von dem erholt hatten, dauerte es noch viele Jahre mit vielen Opfern. Ich persönlich wäre ein bisschen vorsichtiger mit solchen Formulierungen, verstehe sie aber auch insbesondere in der Anfangsphase dieser sich entwickelnden Krise im Februar, im März, als wir uns wirklich einem völlig neuen Phänomen gegenüber sahen. Und ich glaube, so richtig keiner wusste, in welche Richtung sich das
entwickelt. Aber wir haben mittlerweile festgestellt, Corona, der Virus, die Auswirkungen sind auch beherrschbar. Und wenn ich auf die Straße sehe, wenn ich sehe, was um mich herum passiert, dann kann man fast das Gefühl haben, das ist auch schon vorbei, was ich nicht glaube. Wir haben natürlich schon allein aus dem, was wir bisher erlebt haben, insbesondere in den sagen wir, stark industrialisierten Staaten, in den Staaten der nördlichen Hemisphäre, erhebliche wirtschaftliche, soziale, gesellschaftliche Auswirkungen. Und die Frage nach den außenpolitischen und auch sicherheitspolitischen Auswirkungen, in der Tat, die wird gestellt. Es werden auch sehr unterschiedliche Antworten darauf genommen. Ob wir tatsächlich an einem Wendepunkt der Geschichte stehen, das erweist sich in der Regel auch erst sozusagen aus einer distanzierten Betrachtung. Und wenn man mittendrin steht, kriegt man die Wendung meistens gar nicht so richtig mit. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Aber in der Tat stellt sich die Frage, gerade weil wir sozusagen auch durch diese Pandemie quasi eine Verstärkung schon existierender Tendenzen und Entwicklungen sehen, was da passiert. Und die Frage, was es eigentlich macht und welche Wirksamkeit haben Elemente von Macht, um tatsächlich auch Ordnung zu stiften, um Einfluss zu generieren und zu entwickeln und wirkmächtig zu sein. Wenn man sich die Liste mal ansieht, und da fallen einem sicherlich zunächst die ganz klassischen Dinge ein, wie Militär, Wirtschaft, Finanzen, aber auch solche Dinge wie Ideen. Wo sind die großen Ideen, die uns vielleicht zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg bestimmt haben, die uns im 20. Jahrhundert bestimmt haben, im Positiven wie im Negativen? Was ist mit Kultur? Was ist mit unserem Way of Life? Und nicht zu vernachlässigen, insbesondere in der jetzigen Phase, auch sozusagen das Thema des Informationsraums, das Thema der Bilder, das Thema der Wahrnehmungen. Das alles sind ja Elemente und Bereiche, die beitragen zu Ordnung oder auch zu Unordnung. Und tendenziell, glaube ich, kann man im Moment eher erkennen, dass sie zu Unordnung beitragen. Ich vermag im Moment jedenfalls keinen einzigen oder einzelnen Akteur zu identifizieren, der, ich sage mal, in einer gewissen Ausgewogenheit und Summe der eben, und da gibt es sicherlich noch weitere Elemente und Faktoren, in der Lage wäre, sowas wie eine Ordnungsbestimmung hinzubekommen. Okay. Das ist nicht da. Die UN ist es ohnehin nicht im Moment, trotz ihrer vielfältigen Aktivitäten. Und viele andere Akteure, die mit auf dem Feld sind, sind Schwächeln. Lassen Sie uns doch mal jetzt gleich den Ball aufnehmen und zwei der wohl wichtigsten Akteure mal genauer betrachten. Man konnte ja vor Corona beobachten, dass vieles so auf eine Art globalen Wettstreit zwischen USA und China hinausläuft. Wirtschaftlich, ideologisch, gesellschaftspolitisch, militärisch, geostrategisch und so weiter. Herr Fawig, wird die Corona-Krise nach Ihrer Einschätzung für den weiteren Verlauf und für den Ausgang dieser Rivalität eine Rolle spielen? Und wenn ja, in welche Richtung? Wer gewinnt denn da jetzt dann vermutlich die Deutungshoheit? Wird es einen klaren Gewinner geben oder verlieren letztlich alle? Das ist nicht absehbar, glaube ich, heute feststeht. Da würde ich Herrn Rossmann vollständig recht geben, dass jetzt sich längerfristige Trends quasi verstärken, nicht kausal verursacht durch Corona, aber verstärken. Und dazu gehört, dass wir uns auf eine Großmachtrivalität zwischen China und den USA einstellen müssen. Und wenn richtig ist, dass mit dieser Corona-Pandemie eine Phase der Deglobalisierung einsetzt, dann wird sich das verstärken, dass diese Rivalität sozusagen auf anderen Spielfeldern sich zeigen wird. Nochmal, wer hat profitiert von der Globalisierung in den vergangenen Jahrzehnten? Insbesondere China. Deutschland auch, aber insbesondere global betrachtet China. Und wenn jetzt infolge der Corona-Krise sich das verstärkt, dass wir deglobalisieren, dann wird sich das chinesische Wirtschafts- und Sozialmodell so nicht aufrechterhalten lassen. Was das bedeutet für die sozusagen dann die Handlungsmöglichkeiten von China, das ist heute offen. Ich erwarte aber,
dass wir eine massive De-Entkopplung von USA und China sehen werden und dass sich internationale Politik in dieser Großmächte-Rivalität einsortieren wird. Und das ist nicht nur durch Corona verursacht, aber verstärkt sich jetzt. Und ich glaube, das ist eine sehr riskante Situation, wenn wir jetzt wieder in eine Großmacht-Rivalität eintreten. Darf ich mal den Ball gleich aufnehmen? Verstärkende Trends. Einer der Trends ist ja zweifellos, dass sich auch die USA nicht erst seit Trump, schon davor auch, mehr und mehr aus Teilen ihrer internationalen Verantwortung vielleicht herausziehen möchten. Herr Rosmanet, glauben Sie, dass vielleicht jetzt nach den Corona-Erfahrungen eine Chance besteht, dass sich die USA in diesem Desaster sozusagen auch wieder einer stärkeren internationalen Kooperation öffnen könnte, und zwar nicht nur mit Bezug auf China, sondern auch mit Bezug auf andere? Das heißt also, könnte hier ein Umdenken geschehen, oder wird eher dieser Rückzug aus der Verantwortung beschleunigt, ganz im Sinne der Philosophie des America First? Wie schätzen Sie das ein? Also im Moment, in der Augenblicksbetrachtung sehe ich das überhaupt nicht. Das muss aber nichts heißen. Amerika, die USA ziehen sich in der Tat seit längerem aus entweder völlig auf sich zurück, wobei das auch sicherlich eine übertriebene Vorstellung ist, trotz America First. Aber unter Obama, der Pivot to Asia war etwas, was für uns als Europäer, als Deutsche, ja, auch schon damals besorgniserregend war. Es hat sich dann meines Erachtens nicht ganz so entwickelt, wie man das im ersten Moment vermuten konnte. Meines Erachtens entwickelt sich auch America First nicht in der Art und Weise, wie man das hätte vermuten können oder wie das auch immer wieder unterstellt wird. Und sicherlich ist Amerika jetzt auch ein Stück beschädigt durch das, was gegenwärtig passiert. Die Zahl der Infizierten, die Zahl der Toten, auch wenn das jetzt sozusagen nicht existenzbedrohend ist, aber es ist natürlich schon ein Schlag ins Kontor und im Hinblick auf die Frage, was ist dieses Land und nicht nur ihr Präsident, sondern insgesamt zu leisten in der Lage, wird Zweifel auch sehen, auch hinsichtlich derer, die mit den USA zusammenarbeiten wollen oder müssen. Ich habe zumindest im militärischen Bereich immer gesehen, und das meines Erachtens als Auswirkung aus dem Irakkrieg 2003, dass die USA sich dessen bewusst waren, ob trotz ihrer immensen militärischen Stärke, und im Übrigen gilt das, glaube ich, auch in wirtschaftlicher und in finanzpolitischer und anderer Hinsicht, dass sie, auch wenn sie vieles allein tun könnten, doch immer gut beraten sind, sich Unterstützer, Freunde und Partner zu suchen oder solche nicht vor den Kopf zu stoßen. Das ist in letzter Zeit sozusagen nicht die Prämisse gewesen, aber ich denke, dass sozusagen in der Grundbefindlichkeit der Amerikaner, dass das nicht verloren gegangen ist. Und ich denke, dass hier zumindest eine Chance besteht, dass das auch wieder eine gewisse Dynamik erfährt und vielleicht auch wieder an die Oberfläche tritt. Ja, vielen Dank. Das klingt ja jetzt nicht so ganz negativ, wie man das oft ja auch vermuten könnte. Frau Scheuermann hat sich gerade, wollte sich gerade zu Wort melden. Ich würde gerne, Frau Scheuermann, wenn Sie einverstanden sind, das mit einer Frage verbinden, auch weil wir sonst ein bisschen in Zeitnot geraten, nämlich zu China, sozusagen die andere Seite. Hat aus Ihrer Sicht der chinesische Politikansatz in seiner internationalen Attraktivität durch die Corona-Krise und die Behandlung der Corona-Krise Schaden genommen? Muss also China in der Folge seine Ambitionen zurückschrauben? Und wie versuchen Sie das wettzumachen? Durch aggressiveres, in der Zukunft auch ein aggressiveres Verhalten oder eher umgekehrt? Was erwarten Sie da? Das ist eine gute Frage. Also wir sind ja eigentlich noch am Anfang der Pandemie und beziehungsweise ich würde das nämlich anders sehen. Ich sehe uns schon noch am Anfang der Krise. Ja, also vielleicht am Anfang der Pandemie. Aber die Krise, die ökonomische, die gesellschaftliche, die sicherheitspolitische, die kommt ja noch. So sehe ich das zumindest. Also China versucht sich zurzeit natürlich darzustellen, nachdem es im Krisenmanagement der Krise anfangs vollkommen versagt hat und auch versuchte, sich
doch noch das Gesicht zu wahren als Helfer in der Not, ja, und versucht sich schon immer noch als Führungsmacht zu etablieren durch bestimmte Hilfen, die an Italien herangetragen werden, an Russland herangetragen werden und so weiter. Trotzdem bin ich aber Standpunkt heute der Meinung, dass dieser Vertrauensverlust, der zu sehen war oder zu sehen ist, zu beobachten ist, durch dieses Krisenmanagement in der Anfangszeit nicht wettzumachen ist. Und man vielleicht jetzt auch deutlicher sieht, also so dieses Gesamtbild der chinesischen Politik der letzten Jahre sieht, also dass man vielleicht doch stärker wieder auf Menschenrechtsverletzungen guckt. Also da gab es ja genug die Uiguren, der Aufstand in Hongkong und so weiter. Dass man vielleicht auch die Seitenstraßeninitiative nochmal anders bewertet, also durch diesen Vertrauensverlust quasi nochmal zu einer anderen Bewertung kommt dessen, was China an Strategie vorhat. Ja? Dazu kommt dieser immense ökonomische Verlust. Herr Fawig hat von dieser Deglobalisierung gesprochen, die unter Umständen auf uns zukommt und die China natürlich immens treffen wird. Und wo es wahrscheinlich auch zu einer Loslösung kommen wird aus der chinesischen Co-Abhängigkeit, wechselseitigen Abhängigkeit, wie auch immer. Und deshalb muss meiner Ansicht nach auch die Frage der Stellung der Vereinigten Staaten in Relation gesehen werden zu China. Ob China aggressiver wird, ich weiß es nicht. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es zu einem, ich male jetzt mal den Teufel an die Wand, zu einem Weltkonflikt nochmal kommt, zu einem schärferen Weltkonflikt zwischen den USA und China. Es gibt ja genug Konfliktstoff in der Beziehung auf allen Ebenen, also auf der sicherheitspolitischen, militärischen Ebene, ökonomisch und gesellschaftspolitischen Ebene, normativen Ebene. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der Ton aggressiver wird und dass es zu einem Ordnungskonflikt kommen könnte. Worauf man aufpassen muss, ist, dass Europa nicht zerrieben wird. Darüber haben wir nämlich noch gar nicht gesprochen. Ne? Als wir darüber gesprochen haben, wer kann denn führen in der Krise, da haben wir reflexartig... Da kommen wir noch drauf. Dann ist gut, aber ich würde mal anmerken, wir haben reflexartig gesprochen über USA, wir haben reflexartig gesprochen über China und über die Vereinten Nationen, aber gar nicht über die Europäische Union. Genau, also ich wage da keine Prognose. Ich möchte nur kurz zu den USA sagen, dass ich schon glaube, dass es auch in America Alone geben wird, unter Umständen. Aber man darf da die Hoffnung nie aufgeben. Ja? Es gab schon oft so ein America Alone. Und USA haben aber beispielsweise die Vereinten Nationen mit aus der Taufe gehoben. Also sie können auch anders. Ja, ja, vielen Dank. Also ich kann Sie gleich beruhigen, wir werden auf Europa und auf Deutschland noch zu sprechen kommen heute, wenn die Zeit es erlaubt. Aber ich will es eigentlich versuchen, so noch möglich zu machen. Und mit einer Zusatzfrage nochmal zu China würde ich gerne nochmal vielleicht schon mal einen kleinen Ball aufnehmen. Und zwar an Sie alle eine Frage richten mit der Bitte um eine wirklich ganz kurze Antwort. Sollten wir Deutschen uns gegenüber China neu positionieren? Anders gefragt, müssen wir aus sicherheitspolitischer Sicht vielleicht unsere wirtschaftspolitische Verflechtung mit China überdenken, dies etwa unter dem Stichwort Resilienz? Ich bitte um eine ganz kurze Antwort. Ich will eigentlich nur wissen, müssen wir umdenken oder lassen wir es weiter so laufen? Herr Fawig. Also ich meine, ja, die Antwort lautet ja, wir müssen umdenken. Das Beispiel zum Beispiel Huawei zeigt das ja ganz deutlich. Da wird es zu einer Polarisierung zwischen den USA und China kommen und Deutschland muss sich dazu verhalten und kann sich da nicht wegducken. Natürlich hat Deutschland Interessen in alle Richtungen, völlig klar. Aber wenn gewissermaßen jetzt ein Großmachtkonflikt aufzieht, dann glaube ich, sind wir gut beraten, uns nochmal zu prüfen, wo unsere natürlichen Partner liegen. Die würde ich bei aller Abhängigkeit von China nicht so sehr da sehen, sondern eher auf der anderen Seite des Atlantiks. Insofern ja, das zwingt zu einer Neujustierung, behutsam, aber doch mit strategischer Klarheit. Herr Rosmanet. Also ich denke, dass es im Hinblick auf die Frage, welcher Wertegemeinschaft wir angehören, keinen Zweifel gibt, dass wir weiterhin eine starke Bindung, auch eine starke transatlantische Bindung haben werden, unbenommen dessen, was da in den USA passiert. Und ich sehe auch überhaupt nicht
den Verdacht oder irgendjemanden, der sozusagen hier eine Äquidistanz Washington-Peking postuliert. Ich meine, solche Ideen gab es früher im Hinblick auf Washington und Moskau. Das sehe ich bezüglich China nicht. Gleichzeitig bin ich aber auch ziemlich fest davon überzeugt, dass ich sozusagen an den Wirtschaftsbeziehungen, außer einigen Justierungen, deswegen widerspreche ich Herrn Fabeck auch ein bisschen, was diese Deglobalisierung angeht, nichts, jedenfalls Grundsätzliches verändert wird. Es wird Justierungen geben, es wird Anpassung geben, Lieferketten und vieles mehr, gar keine Frage. Und Huawei spielt sicherlich auch irgendwo eine Rolle. Aber ich glaube, dass wir, und da will ich Clinton als Präsident zitieren, It's Economy, als ein sehr maßstabbildendes Feld, das in eine bestimmte Richtung lenken wird. Frau Scheuermann, mit der Bitte um... Ja, ich bin eher parteifarbig hier. Also ich wäre sehr dafür, dass man auf, ja, wirklich an die Widerstandsfähigkeit unserer Gesellschaften denkt, ja, also global auch, nicht nur der deutschen. Und das führt dazu, dass man über Entflechtung nachdenken muss. Das muss keine Deglobalisierung sein, aber man muss darüber nachdenken, was ist kritisch, was ist kritische Infrastruktur, was sind wichtige Güter, und dann muss man entflechten. Also wir haben ja die Ratspräsidentschaft ab Juli, und Kanzlerin Merkel will ja da eigentlich auch deutsch-europäische Gespräche, chinesisch-europäische Gespräche lancieren, und ich hoffe, dass man, ich will jetzt nicht sagen, klare Kante zeigt, ne? Aber doch auch sich seiner Interessen bewusst ist, die jetzt doch wie unter einem Brennglas auch zu sehen sind. Ja, wir nähern uns Europa, meine Damen und Herren. Ich möchte aber dennoch noch einen ganz kleinen Umweg machen, wenn Sie einverstanden sind. Einen ganz kurzen, aber, glaube ich, wichtigen Umweg. Denn wir müssen auch, glaube ich, unseren Blick auf solche desolaten und fragilen Staaten, etwa im Mittleren Osten oder in Afrika, lenken, die sich vielleicht zurzeit besonders alleingelassen fühlen. Denn dort könnte es zu einer verheerenden Kombination kommen. Eine Kombination aus der Pandemie, aus Wirtschaftsdefiziten, aus Bürgerkriegen und schlechter Regierungsführung. Und deswegen, Herr Fabeck, würde ich gerne mal Ihre Einschätzung ganz kurz hören. Also der Entwicklungsminister Müller sprach ja kürzlich mit Blick auf Afrika von einer Hungerpandemie, die der Corona-Pandemie folgt. Das heißt, so kurz gefasst, die Leute werden nicht am Virus sterben, sondern vielmehr am Hunger und an den Folgen des Coronavirus. Schätzen Sie das ähnlich ein? Ich schätze es genauso ein. Ich glaube schon, dass Corona ein Brandbeschleuniger für Konflikte jeder Art sein wird. Und die instabilen Regionen dieser Welt, die werden sicher instabiler werden. Wenn man sich die Zahlen jetzt mal anguckt, etwa in Afrika laut WHO, haben wir im Moment ungefähr 46.000 Fälle von Corona. Das ist natürlich sehr, sehr wenig. Diese Zahlen sagen aber nicht viel aus, weil wir wirklich in einer Frühphase der Pandemie sind. Das wird steigen, und ich erwarte, dass die Staaten, und das ist ja eigentlich ein ganz logischer Dreischritt, dass die Staaten, die ohnehin schwach sind, die ohnehin schwache Gesundheitssysteme haben, die ohnehin von schwacher Staatlichkeit gekennzeichnet sind, dass die weniger gut in der Lage sein werden, mit diesen Problemen umzugehen. Insofern rollt da wirklich, ich kann das nicht anders sagen, ein Tsunami an Elend auf uns zu, der die schwachen Regionen instabiler machen wird. Und das ist keine Schwarzmalerei oder keine Kassandra-Rufe, sondern das ist absehbar. Und es wird auch dazu führen, das ist ein weiterer Aspekt, und zusammengenommen ist das ziemlich dramatisch. Ich denke, dass diese Krise dazu führen wird, dass sowas wie internationale Solidarität bei vielen zunehmend als Luxusgut betrachtet wird. Das heißt, die Etats für Entwicklungshilfe werden garantiert gekürzt in den nächsten Jahren. Das gilt im Übrigen auch für die Verteidigungshaushalte, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Also der Gedanke von internationaler Solidarität in ganz unterschiedlichen Facetten, der droht unter die Räder zu kommen. Und davon leiden natürlich die schwächeren Staaten und Regionen massiver als andere. Und das wird dazu führen, glaube ich, dass wirklich wir sich ausweitende schwarze Löcher der Weltpolitik haben, die über kurzes oder lang auch für uns sicherheitspolitisch zum Problem werden. Das ist unausweichbar. Und wir müssen versuchen, dagegen anzukämpfen, so gut es geht. Und wir müssen über die Instrumente nachdenken und diskutieren, die uns zur Verfügung stehen, das zu verhindern.
Ja, dieses Ankämpfen möchte ich gleich mal aufnehmen. Sie sagten ja, instabile Regionen werden vermutlich noch instabiler werden durch die Corona-Krise und ihre Folgen. Wir kennen ja alle die Auswirkungen von instabilen Regionen. Herr Rosmanet, müssen wir Deutschen folglich auch mit neuen, größeren Erwartungen rechnen, sich auch militärisch in diesen Krisenregionen zu engagieren? Und wenn ja, könnten wir das überhaupt? Sind wir dazu überhaupt in der Lage? Zunächst mal möchte ich Herrn Fabig ein bisschen widersprechen. Also das, was er hier beschreibt, kann so sein. Und in der Tat, da wir am Anfang dieser Entwicklungen stehen, ist das nicht so ganz von der Hand zu weisen. Dennoch muss man, glaube ich, auch der, sagen wir auch fairnesshalber feststellen, dass die afrikanischen Staaten bislang mit dieser Situation ganz gut umgegangen sind. Wir haben Corona-Schwerpunkte in Südafrika und wir haben Corona-Schwerpunkte in Nordafrika. Wir haben in Schwarzafrika, sozusagen der Masse des Kontinents, vergleichsweise geringe Zahlen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass es erst gar nicht diagnostiziert wird und so weiter. Aber es gibt auch ein paar ganz gute Gründe, die dafür sprechen, dass die mit dieser Situation, die ja nicht völlig ungewohnt ist für Afrika, ganz gut zurechtkommen. Und wir sollten auch nicht den Fehler machen, dass, weil es um Afrika geht, wir sozusagen dort immer das Allerschlimmste befürchten. Das ist ja so eine, ich will nicht sagen Stereotype, also Herr Fabig, ich will Ihnen nicht unterstellen, in Stereotypen zu denken, aber aus Afrika erwartet man ja, gerade aus Schwarzafrika, überhaupt nichts Positives und Gutes. Vielleicht erweist sich das später, und jetzt sind wir vielleicht auch wieder beim Prinzip Hoffnung, dann auch tatsächlich als tragfähige Annahme. Im Übrigen gibt es auch in Europa Regionen, die erstaunlich gut damit zurechtkommen. Ich nenne hier Griechenland zum Beispiel, die exzellent bisher durch diese Krise gekommen sind. Und von daher will ich auch nicht ausschließen, dass wir das Szenar und diese Entwicklung, die Herr Fabig aufgezeigt hat, so in dieser Weise nicht erleben. Die Frage, was aber in Situationen, in denen sich Krisen verstärken oder auch neue Krisen auftreten, auf uns zukommen kann, das ist in der Tat eine spannende und bedeutsame Frage. Ich bin ein bisschen skeptisch. Nicht, weil es um die Bundeswehr und um Deutschland geht, sondern generell, ob wir Europäer und die sogenannten westlichen Nationen tatsächlich diejenigen sind, die bestens geeignet sind, in einer solchen Situation tatsächlich im großen Maßstab und vielleicht sogar federführend und die Intervention, humanitäre Intervention sozusagen anführend auf den Weg zu bringen. Ich denke, dass die afrikanischen Staaten mittlerweile auch ganz vernünftige Mechanismen und auch Fähigkeiten entwickelt haben, ein gut Stück damit zurechtzukommen. Und insbesondere die Afrikanische Union und ihre Untergliederungen sich zwar nicht in jeder Hinsicht immer voll sozusagen durchsetzungsfähig zeigen, aber auch nicht mehr sozusagen ganz am Beginn ihrer Fähigkeitsentwicklung stehen, auch ihrer politischen Fähigkeiten stehen. Insofern erwarte ich dort ja durchaus auch Ansprüche an uns. Wir sollten aber möglicherweise mal andere Wege gehen, als die, die wir vielleicht auch in der Vergangenheit gegangen sind. Und damit meine ich nicht nur Deutschland, sondern auch Europa und die westliche Welt. Ja, meine Damen und Herren, ich weiß, das ist jetzt ein Thema, da könnte man jetzt lange natürlich drüber diskutieren. Aber ich möchte es gerne einfach mal so stehen lassen. Wir hatten uns ja vorgenommen, für diesen Web-Talk 60 Minuten anzusetzen. Und ich fürchte fast, uns rennt jetzt die Zeit furchtbar davon. Und ich möchte jetzt auch Ihnen allen Teilnehmern und Zuhörern die Chance geben, wenn Sie möchten, eine kurze Frage zu stellen. Sie können das tun über die Chat-Funktion, die jetzt für Sie geöffnet wird. Sie können dabei eine Frage stellen. Und ich bitte Sie, das wirklich ganz kurz zu halten. Keine Kommentare bitte. Dafür ist dann der Blog dafür das richtige Medium. Jetzt nur Fragen. Ansonsten kann ich das auch beim besten Willen parallel nicht aufnehmen, denn ich muss das ja sozusagen dann an dieses Panel hier weiterrichten. Und ich würde jetzt gerne, die Stichworte sind schon gefallen, jetzt auf Europa nochmal zurückkommen.
denn es herrscht da so der allgemeine Eindruck, ja, Europa als EU, ich spreche von der Europäischen Union natürlich, und ihre Institutionen haben schon ein bisschen enttäuscht in dieser Krise. Sie sind also wenig wahrnehmbar, ganz anders, als es die Nationen sind. Ist diese Kritik berechtigt, Herr Fabig? Oder kann die EU als Ganzes, so wie sie derzeit aufgestellt ist, einfach nicht mehr leisten? Und wie könnte sie vielleicht wieder besser ins Spiel kommen in dieser Frage? Also ich glaube, es war wirklich lehrbuchartig in dieser Krise zu beobachten. Und ich sage das gegen meine sozusagen Wünsche, sondern einfach nur aufgrund der Beobachtung der Realität. Es war lehrbuchartig zu beobachten, dass Krisenmanagement eigentlich das Geschäft der Hauptstädte ist und dass wir in schweren und schwersten Krisen erstmal wieder nationalstaatliche Reflexe haben. Und die Europäische Union hatte dem nichts entgegenzusetzen. Und das ist kein Vorwurf an die Europäische Union. Wenn man zum Beispiel mal die neue Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen anschaut, ich glaube, die ist die richtige Frau am richtigen Platz und die hat alles dafür getan, dass das anders wird. Aber sie kam gegen die Wucht dieser zentrifugalen Kräfte aus den Hauptstädten einfach nicht an. Jetzt hat die Europäische Union sich gewissermaßen mühsam wieder aufs Spielfeld gekämpft und da gehört sie auch hin. Weil ich glaube, dass es wirklich fatal wäre, wenn wir jetzt in ein nationales Gegeneinander auch in so verdichteten Räumen wie der Europäischen Union eintreten. Was wir tun, wir haben die nationalen Grenzschließungen nicht europäisch diskutiert, sondern das als nationalstaatlichen Reflex gemacht. Wir haben den Binnenmarkt damit gewissermaßen auseinandergerupft. Wir haben bei der Thematik Schutzausrüstung und so weiter rein national gedacht und dann mühsam durch ein paar symbolische Korrekturen das wieder geändert. Das ist ein völlig falscher Weg. Wir müssen mehr Europa in dieser Krise machen. Das sagt sich leichter, als man es tut. Aber wir müssen mit dieser Grundhaltung an diese Krise rangehen, dass wir die Europäische Union stärken und nicht ein nationalstaatliches Gegeneinander machen. Und das ist nur die eine Facette, dieses nationalstaatliche Gegeneinander. Die zweite Facette ist, und die macht mir eigentlich noch mehr Sorgen, dass wir eigentlich eine Spaltung der Europäischen Union wieder in Nord und Süd haben. Und ich bin jetzt kein Anhänger von Corona-Bonds, aber ich bin ein großer Anhänger davon, dass wir aufgrund von eigener nationaler Interessensdefinition ein Interesse daran haben müssen, dass es auch den Nachbarländern in Europa gut geht. Nicht zuletzt, weil wir ökonomisch darauf angewiesen sind, dass wir unsere Produkte darin liefern. Das ist sozusagen ein realpolitischer und ein moralischer Aspekt. Und beides käme darin zusammen, dass wir eigentlich stärker einen europapolitischen Blick in diesen Fragen entwickeln müssen, den wir aber nicht haben. Punkt. Und das ist eine bittere Erkenntnis. Und das ist nicht so überraschend, aber es ist immer wieder bedrückend, dass in solchen Krisen die Europäische Union kaum eine Rolle spielt. Ja, ich habe jetzt hier gerade eine Frage, die ganz, ganz gut dazu passt, von Frau Nele Marianne Evers-Peters. Ich lese mal vor, wie kann Europa als Gewinner aus der Corona-Krise herausgehen, vor allem bezüglich des Wettstreits zwischen USA und China. Wir hatten ja schon über USA und China gesprochen, das passt jetzt ganz gut eigentlich. Ja, welche Rolle spielt dabei Europa und wie können wir, man muss ja nicht unbedingt vom Gewinner sprechen, aber wie können wir sozusagen unsere Interessen da am besten zur Geltung bringen? Gebt es einfach mal in die Runde, wer dazu gerne was sagen möchte, möge mir bitte ein Zeichen geben, ansonsten gehe ich einfach mal weiter an. Frau Scheuermann, vielleicht geht das? Ich finde, das ist eine extrem schwierige Frage, weil ich ehrlich gesagt, also ich sehe schon, dass in der Europäischen Kommission ja viel passiert. Also es ist ja nicht so, dass gar nichts passiert. Herr Fabig hat es angesprochen mit Ursula von der Leyen, aber unser Außenminister ja brüstet sich immer mit der Rückholaktion, die war ja auch von der Europäischen Kommission gesponsert beispielsweise. Aber ich bin ehrlich gesagt noch immer, also das muss ich leider so sagen, eigentlich darf man das gar nicht öffentlich, glaube ich, ein bisschen enttäuscht von diesem europäischen Gemeinschaftssinn. Also ich habe mich dann echt gerade am Anfang gefragt, als Italien so diesen Katastrophenschutzmechanismus aktivierte und keine Reaktion von niemandem kam, ob diese Solidarität, also diese europäische Solidarität tatsächlich so ein kosmopolitisches Hirngespinst ist. Deswegen, ich kann darauf nichts antworten, weil ich nicht weiß, wie Europa sich aufstellen kann, überhaupt mit diesen ganzen autokratischen Tendenzen, die wir auch noch beobachten, innerhalb Europas derzeit. Ja? Wie sich Europa als Gemeinschaft aufstellen kann gegenüber China und ja, vielleicht haben die Herren bessere, also da Ideen dazu, ich keine.
Aber vielleicht darf ich Ihren Punkt nochmal aufnehmen. Herr Rossmann, der kommt gleich auf Sie zu. Ich habe Ihren Link gesehen. Sie haben gerade, Frau Scheuermann, von Solidarität gesprochen. Und ich glaube, das ist ja auch ein ganz wichtiges Stichwort in dieser Krise jetzt. Denn viele beklagen sich ja über einen Mangel an, zumindest mal gefühlter Solidarität. Und da würde ich gerne nochmal jetzt auch von Ihnen oder von einem der beiden anderen die Frage beantwortet haben, ist eigentlich Sicherheit auf lange Sicht, Sicherheitspolitik ohne Solidarität überhaupt möglich? Haben wir gerade nicht, auch wir Deutschen, da eine ganz andere Erfahrung in der Vergangenheit gemacht? Müssen wir nicht auf diesem Gebiet der gefühlten Solidarität, was immer dann dahinter steckt, auch deutlich umdenken und uns wirklich ordentlich zusammenreißen, muss man sozusagen? Herr Fabik. Ich hatte versucht, das auszuführen. Ja, ich finde das notwendig. Auf der anderen Seite müssen wir eben auch nüchtern gucken, was möglich ist. Und es zeigt sich jetzt leider ganz offenkundig, dass die Europäische Union in solchen Krisenkräften nicht der richtige Akteur ist. Nochmal, der kämpft sich jetzt wieder aufs Spielfeld. Und sie ist wieder auf dem Spielfeld, die Europäische Union. Es gibt ja eine ganze Reihe an Beschlüssen. Aber eben sozusagen in der Krise zeigt sich doch ganz offenkundig, dass die nationalen Reflexe überhand nehmen. Und das wird sich vermutlich auch nicht ändern. Deswegen ist meine Hoffnung eigentlich nicht sehr groß, dass Europa jetzt aus dieser Krise quasi als gestärkter Akteur hervorgeht und sich dann womöglich noch als neuer Pol in der Weltpolitik zwischen China und den USA positioniert. Das ist, glaube ich, Traumtänzerei. Wenn wir den Laden halbwegs zusammenhalten können und der Binnenmarkt nicht zerfällt, dann wäre das schon ein gutes Ziel, glaube ich. Und von hochfliegenden Plänen über GSVP oder gar europäische Armee oder was immer, ich glaube, das ist im Moment nicht die Stunde. Es ist die Stunde der Schadensbegrenzung. Und die Stunde, dass man Italien nicht völlig verliert und Italien sozusagen der nächste Failed State wird. Darum geht es, glaube ich. Und darüber müssen wir uns Gedanken machen, dass das nicht passiert. Herr Rossmann, Sie hatten sich vorhin gemeldet. Entschuldigung, ich habe Sie leider jetzt vergessen, aber jetzt ist es wieder da. Ja. Zum einen, ich denke, Theo Sommer hat das heute Morgen in der Zeit in seiner Morgenkolumne ganz gut beschrieben. Die Europäische Union war in der Viruskatastrophe eine echte Enttäuschung. Der weltpolitische Einfluss der Brüsseler Gemeinschaft war nie geringer. Aber das muss nicht das Ende der ganzen Geschichte sein. Und in der Tat, Solidarität ist etwas, auf das wir uns auch wieder sozusagen besinnen können. Wobei wir in der gegenwärtigen Krise vermutlich jetzt keine, jedenfalls nicht mal als Erster durchs Ziel gehen werden. Und insofern ist auch die Frage, können wir sozusagen noch da etwas auf die Habenseite bekommen. Aber es gilt auch, die nächste Krise kommt bestimmt. Ja. Und was die Europäische Union durchaus tun kann, ist mal die Frage zu stellen und da auch Gemeinsamkeit zu schaffen, auch als Voraussetzung für Solidarität, nämlich die Frage, mit welchem Risiko haben wir es zu tun? Welches Risikobewusstsein haben wir denn insgesamt? Ich meine, das ist auch das, was wir national uns fragen und europäisch insbesondere. Wir schreiben seit Jahren in Weißbücher, in alle möglichen Dokumente rein, unter anderem Pandemie als ein wichtiges Risiko, sicherheitspolitisches Risiko. Was machen wir denn da draus? Ja? Auch welche Vorsorge treffen wir? Wie stellen wir uns denn darauf ein in vielerlei Hinsicht? Und ich denke, das ist ein Feld, das muss beackert werden, sowohl national, aber insbesondere auch im europäischen Rahmen. Und hier kann meines Erachtens noch ein Bogen geschlagen werden aus der jetzigen Krise, die auch noch nicht vorbei ist, in sozusagen auch die Zukunft hinein. Und ob wir damit dann sozusagen siegreich von dannen ziehen, das wage ich wirklich zu bezweifeln. Aber wir ziehen gewisse Lehren, die hilfreich sein können. Ja, ich muss jetzt zunächst mal an dieser Stelle hier mich herzlich bedanken bei allen Diskussionsteilnehmern, nämlich für die vielen Fragen und auch kurzen Kommentare, die ja dahinter stecken. Ich kann das jetzt beim besten Willen nicht alles verarbeiten in den nächsten 10 Minuten, das können Sie auch verstehen. Aber es sind alles Fragen, die eigentlich Stoff für mindestens 3 bis 4 weitere Stunden der Diskussion geben. Vielen Dank zunächst mal dafür, auch für die Qualität dessen, was Sie hier einbringen. Ich würde einfach mal jetzt noch einen Punkt aufnehmen, der jetzt bei einigen Fragen von Frau
Jessica Nies, von Herrn Julius Kölzer, von Herrn Stefan Klaus und anderen hochgekommen ist, nämlich sozusagen den Blick nochmal jetzt auf die Bundeswehr zu richten, auf die finanziellen Fragen, insbesondere auch mit Blick auf den Verteidigungshaushalt und so weiter. Und das würde ich gerne in den letzten 10 Minuten jetzt nochmal gerne angehen. Ich fasse das mal so zusammen. Interessant sind ja vor allem 2 Fragen dabei. Was soll die Bundeswehr während und nach Corona leisten und was kann sie denn überhaupt noch leisten? Und da würde ich gerne bei Ihnen, Herr Rossmann, jetzt nochmal anfangen, auch mit Blick auf Ihre profunden Erfahrungen als Soldat. Die Auslandseinsätze, im Auslandseinsatz sind ja die operativen Möglichkeiten der Bundeswehr infolge Corona derzeit beschränkt. Wie weit ist es eigentlich und wie schätzen Sie das ein? Sind die Aufträge etwa in Afghanistan und Mali unter den Corona-Bedingungen überhaupt noch erfüllbar oder versuchen wir uns da jetzt irgendwo jetzt hier vorübergehend über die Zeit zu retten? Nein, das sehe ich so nicht. Also die Bundeswehr hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um zum Beispiel Corona nicht noch zusätzlich nach Mali, nach Afghanistan oder wohin auch immer zu verschleppen. Ganz praktische Dinge, wo als Soldaten auch nochmal, bevor sie in den Einsatz gehen, in Quarantäne gehen. Ich halte auch manche Vorstellung, dass zum Beispiel die NATO-Ost oder die NATO-Abschreckung und Verteidigung, mögliche Verteidigung zum Beispiel im Baltikum gefährdet ist, nur weil 3 Soldaten aussortiert werden mussten, weil sie mit Corona-Infizierten Kontakt hatten. Das finde ich absolut übertrieben und es ist schon bezeichnend, dass dann auf einen gefakten Brief des Generalsekretärs viele hereinfallen. Und sozusagen unsere Verteidigungsfähigkeit als Bündnis, aber auch die Beiträge durch Deutschland in Frage gestellt werden. Wenn es darauf ankommt, das sage ich mir mal jetzt ganz ungeschützt, fährt selbst ein französischer Flugzeugträger mit 500 oder 800 Corona-Infizierten ins Gefecht. Das ist nichts, was uns sozusagen davon abhält, wenn es wirklich um alles geht, unseren Auftrag zu erfüllen. Aber wir sind nirgendwo in dieser Situation und insofern können wir mit den Maßnahmen, die ergriffen wurden, glaube ich, unsere Aufträge erledigen. Was den Einsatz der Bundeswehr zur Unterstützung aller Kräfte hier in Deutschland angeht, da haben wir hochgezielt. Es sind ca. 15.000 Soldaten und Soldatinnen sozusagen in Bereitschaft zu unterstützen. Davon sind ca. 700 im Moment tatsächlich gefordert. Mal abgesehen von den Sanitätern, die zum Beispiel in den Bundeswehrkrankenhäusern ohnehin Teil des öffentlichen Gesundheitssystems auch sind. Und das kann geleistet werden. Eine Frage stellt sich auch noch, ich will darauf aber jetzt nicht im Detail eingehen, ob sich sozusagen durch Corona in den Einsatzgebieten quasi auch der Auftrag verändert. Das meine in der Tat ich. Ist das eine nicht unerhebliche Frage, für die Kommandeure vor Ort, für die Leiter von Missionen, inwieweit sie sozusagen den Auftrag verändern müssen, um der spezifischen Situation durch Corona gerecht zu werden. Davon ist aber, zumindest mir, stehe ich nicht mehr sozusagen in der aktiven Rolle, nichts Konkretes bekannt. Bisher hat es zumindest keine substanziellen Veränderungen der Auftragslage in den Einsatzgebieten, jedenfalls bedingt durch Corona gegeben. Herr Rossmann, wenn ich kurz einhaken darf, ich mag Ihren Pragmatismus und Ihren nüchternen Blick und der tut uns allen gut, keine Frage, aber vielleicht darf ich daran erinnern, dass Defender im März gewissermaßen ausgelaufen ist durch die kalte Küche aufgrund von Corona. Und es mag sein, dass der französische Flugzeugträger, da haben Sie eine bessere Beurteilungsgrundlage als ich, wenn es hart auf hart käme, einsatzfähig wäre. Aber es zeigt sich doch ganz offenkundig, dass sich die Prioritäten verschieben in so einer Krise. Und wenn ich mal ganz lange Linien aufmache, dann hatten wir mit Blick auf Bundeswehr das Thema Krisenmanagement, Einsätze als das Top-Thema. Dann kam die Landesverteidigung wieder auf die Agenda aufgrund veränderter russischer Politik, keine Frage. Und jetzt haben wir ein neues Paradigma gewissermaßen am Horizont, nämlich das der Resilienz.
Und das wird die anderen beiden Paradigmen in ihrer Wertigkeit verändern. Da müssen wir uns nichts vormachen. Und ich sage gar nicht, dass das richtig oder falsch ist, sondern ich beobachte zunächst, dass das so ist und das wird sich weiter fortsetzen. Und ich glaube schon, dass wir uns keine Illusionen darüber machen sollten, dass die klassische sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit in den Instrumenten, die wir in den vergangenen Jahren ausgebaut haben, dass die abnehmen wird, weil sie unter Druck geraten wird. Und nochmal, das ist keine Panikmache oder so, sondern einfach eine nüchterne Bestandsaufnahme. Es wird weniger übrig bleiben für diese Aspekte, weil andere Dinge wichtiger werden. Und wir müssen aufpassen, das ist meine Mahnung sozusagen, dass wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, dass wir die alten sicherheitspolitischen Fragen, die unverändert wichtig bleiben werden, nicht zu sehr vernachlässigen, weil die uns dann eines Tages wieder einholen werden. Wir müssen also eine ausgewogene Neujustierung unserer Sicherheitspolitik machen. Resilienz wird eine größere Rolle spielen, aber wir dürfen die anderen Dinge nicht in der Wertigkeit und auch in der öffentlichen Wahrnehmung, das ist ja, wie Politik dann reagiert am Ende, was ist öffentlich in der Diskussion. Diese Themen dürfen wir nicht so sehr aus der Diskussion nehmen, wie das jetzt sich abzeichnend der Fall ist. Frau Scheuermann. Danke. Nur ganz kurz, ich war der Erste, Herr Rosmanit. Ne? Also zur Auftragsveränderung. Ich kann das nur aus dem UN-Peacekeeping berichten. Da sieht man nämlich sehr wohl eine absolute Veränderung des Auftrags und die eigentlichen Ziele des Mandats rücken vollkommen in den Hintergrund zurzeit. Denn diejenigen, die vor Ort sind, haben entweder mit Corona-Quarantäne zu tun, vor allem auch mit Selbstschutz, ja, mit Informationsarbeit und so weiter und haben noch längere Stehzeiten zurzeit, also 3 Monate per se verlängert. Also der Auftrag oder die Realität in dem Einsatz, zumindest in den VN-Einsätzen, hat sich jetzt schon immens verändert. Und wie gesagt, die eigentlichen Ziele, die sind vollkommen in den Hintergrund gerückt. Nur, ja, als ja. Anmerkung. Ich würde gerne das Thema, aber Herr Rosmann hat jetzt unbedingt noch was zu sagen und das kann ich auch verstehen. Bitte. Nein. Das ist ja grundsätzlich alles richtig und sozusagen, welche Vereinfachungen zulässig sind, darüber kann man trefflich streiten. Ich wollte nur einen Punkt nochmal machen zum Thema Resilienz. Auch das ist nichts Neues. Und in der Tat haben wir uns, oder zumindest ich mich und noch ein paar andere mit mir im Zusammenhang mit hybrider Kriegführung, das Thema Resilienz als den entscheidenden Faktor für das Bestehen einer solchen hybriden Konfliktsituationen identifiziert. Und in der Tat ist das etwas, was quer durch das Bündnis, quer durch die Nation, quer durch die Gesellschaft Konsequenzen haben wird, die wir sicherlich noch nicht diskutiert haben und die sozusagen auch ein neues Paradigma darstellen, was ich aber jetzt nicht auf die durch Corona ausgelöste Situation begrenzt wissen will, sondern da haben wir, glaube ich, einen deutlich weiteren und umfassenderen Ansatz. Und die Frage von Defender, der Abbruch einer Übung ist meines Erachtens noch nicht gleichzusetzen mit der Gefährdung der Abschreckungs- und der Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses. Und auch da gilt, und wir werden das erleben jetzt, auch sowohl hier bei uns im Lande wie auch weltweit, wie mit diesem Risiko jetzt beginnend anders umgegangen wird, als wir das vor 2 Monaten gesehen haben. Und das wird anders sein. Und heute würde möglicherweise eine solche Übung weitergeführt werden unter Inkaufnahme gewisser Risiken. Die wollte man damals nicht in Kauf nehmen. Aber damit soll es auch an der Stelle gut sein. Ja, ich würde gerne nochmal einen Punkt aufnehmen, möchte aber gerne zunächst an alle unsere Teilnehmer. Ich stelle nämlich fest, es sind praktisch alle noch da. Es hat sich keiner vorzeitig verabschiedet oder so gut wie niemand. Wir haben noch 95 Teilnehmer von 100 möglichen hier vor Ort. Ich finde das ganz toll und ganz herzlichen Dank dafür. Und ich möchte mir die Freiheit nehmen, wenn Sie einverstanden sind, vielleicht doch 10 Minuten zu überziehen. Denn ich glaube, es lohnt sich. Wir sind auch jetzt an ein paar Punkten angekommen, die auch, glaube ich, ohnehin einer tieferen Diskussion bedürfen. Ich würde gerne noch mal 2 Punkte zur Bundeswehr noch mal aufgreifen. Und da würde ich zunächst mal Frau Scheuermann fragen. Wenn man die 3 wichtigsten Aufgaben für Ihren
Blick, sage ich mal, von außen als Wissenschaftlerin auf die Bundeswehr, wenn man mal die drei wichtigsten Aufgaben der Bundeswehr gegenüberstellt: internationale Kriseneinsätze, Landes- und Bündnisverteidigung und dann auch den unmittelbaren Schutz der Bevölkerung, der ja gerade in den letzten Wochen auch sehr stark, auch in der Presse, in den Medien auch behandelt worden ist. Wird die Corona-Krise nach Ihrer Einschätzung dazu führen oder führen müssen, hier vielleicht auch die Gewichte neu zu justieren? Die Bundeswehr kann ja nicht alles gleichzeitig. Es muss ja auch Prioritäten setzen, muss sozusagen die Mittel auch verteilen. Also mit anderen Worten, wird es dazu führen, dass die Aufgabe Amtshilfe der Bundeswehr im Inneren, in Katastropheneinsätzen, deutlich aufzuwerten, dann allerdings zulasten möglicherweise anderer Aufgaben? Ja, also ich würde es ganz kurz machen, weil, also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es ist nicht ratsam, diese Amtshilfe nach Artikel 35.1 aufzuwerten. Sie ist doch eine Amtshilfe in bestimmten Katastrophenfällen. Und die Bundeswehr ist doch sowieso schon von außen betrachtet, ja, am Rande der Leistungsfähigkeit angekommen. Also was internationale Kriseneinsätze betrifft, was die Landes- und Bündnisverteidigung betrifft. Wir brauchen doch nicht einen ständigen dritten, ich will es nicht sagen, Klotz am Bein. Aber sie macht ja zurzeit viel. Sie leistet hervorragende Arbeit im Sinne der Amtshilfe, aber eben jetzt begrenzt auf Corona. Und ich würde nicht die Diskussion vom Zaun brechen, wirklich nicht, also auch im eigenen Interesse der Bundeswehr nicht, ob eine Aufwertung der Amtshilfe jetzt auch im Inneren ratsam ist. Also dieser dritte Pfeiler ratsam ist. Da haben wir doch viele andere Baustellen, die viel dringender anzugehen sind. Ja, dann habe ich jetzt noch mal eine Frage an Herrn Fabik. Wir haben gerade gehört, die Bundeswehr leistet hervorragende Arbeit. Das wird sicherlich jeder in unserer Runde hier unterstreichen. Aber natürlich hängt das auch vom Geld ab. Nun ist es ja so, dass die finanziellen Belastungen für den Staat infolge von Corona ja, dass die fast alle Erfahrungen sprengen. Also wir bewegen uns schon insgesamt im Staat finanzpolitisch auf einem durchaus dünnen Eis mit Blick auf die sinkenden Einnahmen und Blick auf die steigenden Ausgaben. Inwieweit wird das nach Ihrer Einschätzung, Sie haben es vorhin schon mal ganz kurz angerissen, auch den Verteidigungshaushalt tangieren? Müssen wir uns hier auf einen weiteren Steinbruch möglicherweise einstellen? Und was bedeutet das zum Beispiel auch für das berühmte 2%-Ziel oder 2%-Vorgabe der NATO? Ist das jetzt endgültig eine Illusion? Also ich glaube, es wäre wirklich naiv anzunehmen, wenn das nicht auf die, dass das nicht auf die Verteidigungshaushalte und auch auf die gesamten internationalen Ressorts gewissermaßen durchschlagen wird. Vielleicht erinnern wir uns an die letzte große Finanzkrise 2008 und folgende. Infolgedessen ist die Wehrpflicht abgeschafft oder ausgesetzt worden und das Gutenbergsche Paradigma sozusagen ist allen bekannt. Und ich erwarte auch Ähnliches. Müssen wir die Wehrpflicht nicht nochmal aussetzen, das ist gelaufen, aber ich erwarte Ähnliches. Die Verteidigungshaushalte werden massiv unter Druck geraten. Wahrscheinlich sinkt sogar das BIP, das heißt, vielleicht ist die Quote, die 2%-Quote dann doch näher, aber das ist ja dann so ein Taschenspielertrick, der keine Substanz hat. Es wird so sein, dass die internationalen Aufgaben unter Druck geraten. Und Sie haben das angedeutet, Herr Lahl, was jetzt an haushaltswirksamen Versprechen in anderen Politikfeldern eingegangen wurde, das rollt ja erst auf uns zu. Und wenn man das mal zusammenzählt, dann bleibt einfach weniger für Sicherheitspolitik und Verteidigung übrig. Da können wir das drehen und wenden, wie wir wollen. Das wird so kommen. Und das wird natürlich zu abnehmender Handlungsfähigkeit in dem Bereich führen. Um noch was Positives zu sagen, die Bundeswehr, glaube ich, die Bewährungsprobe in der Corona-Krise war ja noch gar nicht erfolgt. Wenn wir uns mal an die Situation im März zurückversetzen, wo sozusagen das exponentielle Wachstum der Fallzahlen da war, wir haben Glück gehabt, dass das nicht so weiterging. Wenn das so weitergegangen wäre, ich glaube, dann wäre die Stunde der Bundeswehr und der Einsatz der Bundeswehr im Inneren gekommen und das hätte sich dann ganz anders dargestellt und möglicherweise, das wissen wir alle nicht, in zweiten oder dritten Wellen wird sich das auch nochmal anders darstellen. Das heißt, ich glaube, es hat sich gezeigt, dass es gut ist, dass wir in dem Bereich uns auf die Bundeswehr gewissermaßen verlassen können und das auch demonstriert wurde. Und ich erwarte, dass wir über Dinge wie allgemeine Dienstpflicht und anderes mehr nochmal in einem neuen Gewand, auch Rolle der Reservisten und so weiter, alles, was in diesem Bereich eine Rolle spielt, nochmal neu nachdenken. Und das ist auch vernünftig. Wir dürfen das aber nicht
gegen die internationalen Aufgaben, die nach wie vor wichtig bleiben werden, und zwar sowohl im Bereich der Landes- und Bundesverteidigung als auch im Bereich des Krisenmanagements, aufwägen. Wir brauchen drei Pfeiler, glaube ich, künftig in der Sicherheitspolitik: Krisenmanagement, Landes- und Bundesverteidigung und Resilienz. Und alles müssen wir ein Stück weit neu ausbuchstabieren, weil einfach die Mittel knapper werden. Noch eine ganz kurze Frage nochmal zur NATO, zu dieser Vorgabe, die ja mehr Symbolkraft als faktische Stärke besitzt. Denken Sie, dass in der NATO jetzt nach der Corona-Krise und all ihren finanziellen Folgen auch nochmal über diese 2%-Vorgabe nachdenken wird? Ja, es wird ja ständig darüber nachgedacht. Die Verteidigungsministerin hat sich heute geäußert, dass man das nicht nur numerisch sehen muss und so weiter. Es wird, glaube ich, um Handlungsfähigkeit gehen und darüber muss man stärker nachdenken. Ich glaube nicht, dass sich das 2%-Ziel halten lässt. Wir sollten das aber natürlich im Konsens mit den Partnern angehen und jetzt da keine nationalen Alleingänge machen. Aber der Druck der Partner, der wird ja noch größer, wenn ich mir Italien anschaue oder Spanien oder andere. Deutschland wird stärker als die anderen bleiben und aus Stärke resultiert auch Verantwortung. Das heißt, Deutschland sollte jetzt nicht der Erste sein, der dieses Rennen um Kürzung der Haushalte anführt, aber der Druck wird enorm sein und die Kleinen, glaube ich, werden noch mehr unter Druck geraten. Das heißt, die Rolle Deutschlands wird da eher wachsen. Die Rolle Deutschlands als Stabilitätsanker in diesem Bereich wird auch eher zu als abnehmen. Und dieser Verantwortung muss sich Deutschland, glaube ich, auch stellen und zumindest bewusst sein, auch in diesem Bereich. Ja, ich würde jetzt gerne noch eine ganz kleine Schlussrunde machen, die den großen Vorteil für Sie drei hat, dass Sie nur eine Zahl nennen brauchen. Ich würde gerne auch mal meine beiden Eingangsthesen noch einmal rekapitulieren. Die eine These lautete: Corona ändert sicherheitspolitisch letztlich nichts. Und die andere, die Antithese lautet: Corona zwingt zu einem fundamentalen Umdenken. Wenn Sie so eine Skala sich mal von 0 bis 10 vorstellen, 0 hieße keine Änderung, 10 hieße eine völlige Änderung, wo würden Sie da Ihre Prognose verankern? Bitte nur eine Zahl nennen. Frau Scheuermann. 7, also 7 bis 8. 7 bis 8, ja. Herr Rosmanit? 4. 4, ja. 6,5. 6,5. Ist das eine Zahl? Ja, ist eine Zahl, kann man sagen, ja, genau. Ja, also die Tendenz ist eher marginal im oberen Spektrum. Ich denke aber, das Ergebnis ist auch nicht ganz überraschend. Und es zeigt zumindest mal eins: Das Thema wird uns mit Sicherheit noch längere Zeit begleiten. Und in der Sicherheitspolitik bleibt also auch in Corona-Zeiten und nach Corona-Zeiten dann, die hoffentlich irgendwann mal eintreten werden, hochaktuell. Und das ist eine gute und auch eine schlechte Nachricht zu gleicher Zeit. Ja, meine Damen und Herren, wir sind jetzt am Ende damit. Wir haben uns 60 Minuten vorgenommen, haben 10 Minuten überzogen und haben bei Weitem nicht alles anreißen können, was wirklich wichtig ist. Aber ich sage es noch einmal: Nach der Debatte ist vor der Debatte. Wir werden diese heutige Veranstaltung so schnell wie möglich auf unsere Website stellen. Sie werden dann dort den Link finden, um das wieder noch einmal aufrufen zu können. Und wir möchten Ihnen Gelegenheit geben, in unserem Blog weiter zu diskutieren, ebenfalls auf unserer Website. Sie finden ihn problemlos und wir freuen uns jetzt schon auf Ihre Kommentare. Ich möchte mich jetzt noch einmal bei den drei Panelisten bedanken und ich möchte mich auch ganz herzlich bei der Technik bedanken. Herr Schlüter, ganz herzlichen Dank. Und ich danke Ihnen allen, meine Damen und Herren, allen Teilnehmern. Und es sind jetzt immer noch 92, die das hören können, dass Sie an unserem Zoom-Seminar jetzt so lange und so ausführlich ausgehalten haben. Wir werden Ihnen, das kann ich jetzt schon versprechen, Ihnen in absehbarer Zeit wieder ein Format wie das häufige anbieten. Und bis dahin sage ich auf Wiedersehen, herzlichen Dank nochmal und was man heutzutage so sagt, bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Vielen Dank. Wiederhören. Vielen Dank.